Ernsthaft? Ernsthaft? Jo, wahrscheinlich. Seguck, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge oder zu einer weiteren Aufnahmesession von Dragonnest, denn jetzt werde ich direkt mehrere Parts am Stück aufnehmen, da ich direkt auch mit Shadowplay aufnehme. Kurz Mauseinstellungen ändern, wunderbar. Das ist voll easy jetzt, einfach kurz das Profil ändern und zack. Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt eine Erneuerung, und zwar wurde eine neue Klasse jetzt erstellt, und zwar die Lancer. Und als, ich nenne es mal, wie will man das denn? Wie kann man das denn? Ja, als kleines Event gibt es jetzt halt neue Sachen. Zum einen, wenn man jetzt Lancer spielt, der ist übrigens gestern erschienen. Gestern ganz, ganz frisch aus der Presse gekommen. Und ja, wenn man jetzt Lancer spielt, bekommt man mehr Erfahrung bis zum 7. Oktober. Und außerdem, wenn man ihn bis zum 7. Oktober schafft, auf Level 80 zu bringen, das ist übrigens weiter, 11 Level weiter, als ich es mit diesem Marker geschafft habe, innerhalb von anderthalb Jahren. Protocat, das sind natürlich auch die Vollsucht, die Tag und Nacht spielen, aber okay. Sollte man es auf jeden Fall schaffen, bis dahin mit dem Lancer auf Level 80 zu kommen, so erhält man 10 Deluxe-Truhen ebenso wie ein Schaf oder sowas. Auf jeden Fall ein Reittier. Zusätzlich gibt es jetzt eine Erneuerung für jeden. Und zwar sind das die sogenannten heißen Quellen. Die will ich euch jetzt nämlich heute im Video zeigen. Ich muss jetzt nur noch kurz gucken, wie man denn da hinkommt. Irgendwie über Channels. Aber wo war nochmal die Farmwelt? Früher kam man da über die Channels in die Farmwelt. Jetzt oder in die Scheune. Aber jetzt hat sich das Ganze irgendwie ein bisschen geändert seit dem 70er Patch. Ich war einfach seither nicht mehr da. Und deswegen weiß ich auch gerade nicht, wie ich da hinkomme. Das müsste aber irgendwo sein. Vielleicht hier? Sieht richtig aus irgendwie. Farm und heiße Quellen. Oh, sorry Leute. Ich bin der Champ. Oh mein Gott. Einfach direkt gefunden. Leute, ich hab's nicht nachgeguckt. Ich hab's echt nicht nachgeguckt. So, Farm und heiße Quellen. Übrigens, hier kann man auch angeln. Farm und Angeln. Das ist halt auch jetzt wichtig, um Kochzutaten machen zu können, beziehungsweise um goldene Äpfel und sowas herzustellen. Übrigens, goldene Äpfel nennt man hier nicht wie in Minecraft goldene Äpfel, sondern hier heißen die Wiederbelebungsäpfel. Wir wollen jetzt aber erstmal die heißen Quellen austesten. Dazu muss ich erstmal in die Farm gehen oder so. Oder, nee, das ist der Manager. Heiße Quellen betreten. Hier sieht man, was dabei passiert. Also am Montag erhöht es die Aufwertungschancen von Gegenständen, wenn ich was aufwerten will. Am Dienstag erhält man Segenspunkte, das sind die, um möglichst lange spielen zu können. Dann am Mittwoch Wertebonus, also jetzt werden halt einfach die Werte, kriege ich einen Bonus von den Werten. Am Donnerstag erhöht Drop Rate, das heißt, wenn ich jetzt ein Monster kille, droppt der bessere oder ja, einfach bessere, coolere, mehr Sachen. Dann am Freitag Segenspunkte erhalten, also wieder gleich wie hier, so Segenspunkte. Am Samstag Wertebonus, also wieder dasselbe wie heute. Und am Sonntag das ganz coole sind erhöht Erfahrung, also erhöht EXP, kriegt man mehr Erfahrung. Oder ein Erfahrungsbonus, weiß ich noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall mal gucken, was man heute alles so kriegt. Betreten. Ernsthaft? Ernsthaft? Jo, wahrscheinlich. Oder? Wir haben jetzt 8% von Phase 1. Sehr schön. Mann, das ist doch krank! Also, sorry, mir fällt aber kein falsches Wort ein dafür. Oder kein richtiges Wort ein, außer krank. Guck mal, dieses Vieh da! Ist das Yoda? Hallo, bist du Yoda? Oh, Level 80. Ich will auch Level 80 sein. Mann, das macht... Bin ich hier jetzt in einem Hentai-Spiel drin, oder was? Ich versteh's nicht. Ich zweifle, Leute. Mann! Mann! Ich mache jetzt einfach Phase 1 fertig und dann verpisse ich mich hier wieder. Das ist doch nicht normal.
irgendwie, wenn ich mal AFK bin oder so, dann stehe ich vielleicht mal hier hin. Aber warum? Oh mein Gott! PPI. Was ist PPI? Ich will mal hoffen, dass es nicht das ist, nachdem es auf Deutsch klingt. Kann man hier irgendwie rumlaufen oder so? Also, ich meine schon, der Manager der heißen Quellen hat ja schon so strange ausgeguckt, aber das hier ist zu viel für mich, meine Freunde. Mann! Ich dachte, das ist endlich mal ein cooles Spiel, aber allem Anschein habe ich mich echt getäuscht. Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Ich bin richtig enttäuscht. Ich mache jetzt wirklich nur Phase 1 fertig und dann verpisse ich mich hier wieder. Das ist doch ein... Guck, man sieht schon alle AFK, das ist gut. Immerhin sind das... Das ist so traurig. Es ist so traurig. Status Anzeige betrachten. Order of, wir haben noch nichts gekriegt, das kommt jetzt dann aber. Order of der Marke über, was weiß ich. Guck mir das mal kurz an. Order of der Minikarte überprüfen. Okay. 88%. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Ich gehe hier forever. Ey, lauf mir nicht nach, das ist voll eklig. Das ist voll eklig. Ich meine, klar, es ist ein japanisches Spiel oder thailändisch oder was weiß ich. Macht auf jeden Fall schon so einen Eindruck. Und da gibt es ja sowas wie heiße Quellen. Da gibt es sowas wirklich. Aber ich verstehe es nicht. Okay, was habe ich jetzt für einen Bonus gekriegt? Ziel finden. Wo habe ich hier, wo kann ich das nachgucken? Kann ich hier irgendwie schauen, was ich für einen Bonus habe? Hier, Buff heißer Quellen erhöht Werte Level 1. Die folgenden Effekte ist nach der Verwendung der heißen Quellen effektiv. VTDG und HP werden erhöht um 1%. Um ein fucking Prozent? Irgendwie fühle ich mich getrollt hiervon. Aber egal, ich verlasse die. Heiße Quellen verlassen. Ja, verpiss dich mal. Und wie kriege ich das jetzt zu? Hier, okay. Ich verpiss mich hier mal wieder. Das ist mir zu viel. Wir können theoretisch auch mal eine Farm machen, aber ich weiß nicht, habe ich das sogar schon mal in einem Part gezeigt? Ich meine, ich habe das schon mal in einem Video gezeigt. Hier Begleiter. Zack. Okay. Die Farm müsste jetzt irgendwie hier drüben sein, ne? Oder ist sie auch in so einem abgeschotteten Häuschen? Hier ist auf jeden Fall... Aber ich finde das... Ne, hier ist die Farm. Ich finde das krass, wie sie das Ganze mit der Farm hier verändert haben. Finde ich krass. Auf jeden Fall will ich jetzt mal wieder ein bisschen leveln gehen. Wir haben 1% mehr HP, das ist... Ja, egal. Moment, was war das feuriger? Feuriger Dornschwanz? Leute, ich will so einen haben. Geht dann noch mal zurück, um wieder hier hinzukommen. Damit ich das sehe, was das ist. Ich will einfach wissen, was das ist. Mann. Aber, hä? Wie bescheuert kann man sein, um aus einem, ja, guten MMORPG ein Pornospiel zu machen? Jetzt mal. Hä? Versteht nicht, was sich die Entwickler dabei denken. Ich meine, ja cool, man sieht jetzt noch nicht viel, aber es ist schon irgendwie fragwürdig. Weil es gibt da neuen Schwanzfuchs. Ach, den kann man jetzt in der Deluxe-Truhe haben. Der sieht auch geil aus. Aber ich finde den düsteren neuen Schwanzfuchs einfach viel geiler. Ich meine, der ist so düster, der ist geil, Mann. Und mit dem anderen wäre ich halt wie Natsu von Fairy Tail. Das wäre auch cool. Mensch. Würde ich alles in Brand setzen. Das ist so behindert, das Spiel. Ich sehe das jetzt gerade aus einem völlig neuen Blickwinkel. Ich fand das Spiel immer ziemlich cool, mal zum Zwischendurch so ein bisschen spiegeln. Aber jetzt denke ich mir nur so, oh Gott, wie bescheuert muss man sein, um das zu spielen. Das ist ja noch bescheuerter als Mass Effect, wo man eine Beziehung anfangen kann. Und Leute,
ich kenne da gewisse Leute, die übertreiben das mit der Beziehung. Die meinen dann, die haben im Real Life eine Beziehung. Aber okay, das ist ja nicht... Zum Glück bin nicht ich das. Farm Gold and EXP. So. Wir machen das Ganze natürlich auf Goldwiese wieder. Wir gehen wieder auf die Goldwiese, weil wir die so mögen. Erstellen, mal gucken, wie lange es dauert, bis jemand reinkommt. Ich mache jetzt einfach bis eine Minute vergangen ist, also bis 11 Minuten Aufnahme. Ansonsten gehe ich alleine da hinein. Ich werde das ja im Nachhinein alles ganz schön cutten. Also nicht diese eine Minute werde ich jetzt nicht rauscutten. Denn während dieser eine Minute kann ich jetzt ein bisschen labern. Weil ich stelle mir jetzt gerade so die ganzen Leute vor, die sich jetzt vor den PC setzen, denken so, yo, Dragon ist voll das geile Spiel, da gibt's sowas wie heiße Quellen. Gehen dann den ganzen Tag in heiße Quellen, ohne die Bonis überhaupt zu brauchen, und holen sich da einfach einen runter. Oh, jetzt hätte ich alleine. Ja! Das müsste ein Bogenschützen sein. Okay. Gut, dann haben wir schon einen Partner gefunden. Sehr schön. Ich komme. Also, nicht so kommen, ne? Hi. Okay. So, das ist wunderbar, dann sind wir nicht mehr alleine. Machen wir mal ein paar Durchläufe mit, der Bogenschützin. Aber wirklich, ich stelle mir immer da die Leute vor, bei generell solchen Spielen, die sich dann vor einem PC hocken, den ganzen Tag das Spiel suchen, aber nicht, weil sie das Spiel cool finden, sondern einfach, um sich einen runterzuholen. Und da denke ich mir nur so, ernsthaft? Oh, lol, die hat nicht etwa auch einen düsteren, die hat einen düsteren Neunschwanz! Ja, Mann! Wir sind das Team der düsteren neuen Schwänze. Das klingt so falsch. Oh mein Gott, das klingt so falsch. Aber okay. Ich sag jetzt mal nichts zu. Anstatt Kuchen Lagan, wie sich andere Teams nennen, nennen wir uns einfach düstere neuen Schwänze. Das passt ja auch zu dem Thema, was wir vorhin gerade besprochen haben, ne? Also der Hotkey ist schon nicht mehr ganz so gut wie früher. Jetzt, wieso kommt die Ultimate jetzt schon dran? Macht das Sinn? Nee, keineswegs. Aber okay. Beschütze dich. Ist er. Oh. Tschüssi. Das ging jetzt mal fast. Okay, der erste ist auf jeden Fall schon mal da. Wir wollen heute, also in dieser Aufnahmesession, die ich mache, ist mein Ziel eigentlich Level 75 zu erreichen. Vielleicht werde ich im Nachhinein auch noch ein bisschen rumcutten und was weiß ich machen. Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Wird sich ja alles noch ergeben. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe auch vielleicht mal wieder so ein Team anzusprechen. Meine... können ja hier alles gediegen machen. Schließlich sind wir das Team Kuchen Lagan, finstere Schwänze, keine Ahnung. Es ist einfach traurig. Meine Themen hier oder generell das Niveau hier in meinen Videos ist einfach so tief sinkend gerade. Ich finde das irgendwie amüsant, aber irgendwie einfach traurig. Hey, da bist du unter der Kugel. Voll unters Rad gekommen ist der. Ich helfe mal unserem Werwolf. Bro, hier. Ja gut. Ich muss mich vermutlich noch ein bisschen an die Hotkeys gewöhnen. Danach dürfte es eigentlich ganz gut funktionieren. Oh nee! Du kleiner Spaß, die hast meine Attacke abgebrochen. Das gibt Drache, ey. Das gibt Drache, Bruder. Haha. Okay. Let's go. Let's go, me Mario. Ich weiß nicht, was ich hier vor das Pre-Intro schneiden will. Es ist so viel passiert. Teils so verstörende Sachen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich vor das Pre-Intro schneiden? Als ob! Als ob! Oh, jetzt verdrücke ich mich wieder krass, weil ich die falschen Tasten habe. Oh, Level 65 ist sie jetzt. Sehr schön, Chichi. Und wir haben 33% nur? Das ist krass. Wir hatten doch schon 28 oder so. Ne, 21 hatten wir. Und jetzt haben wir 33? Ja, ich denke, damit kann ich so ein bisschen leben, ne?
F1 und F12 zum Eingang. Yeah, man! Erster Durchlauf schon geschafft, plus die heißen Quellen erreicht. Das ist voll doof. Das ist so bescheuert einfach. Oh nee! Habe ich jetzt vergessen, den Auftrag anzunehmen? Okay. Ich wäre ready. Wieder auch schwer, würde ich mal sagen. Dann können wir hier wieder mit unseren Hotkeys arbeiten. Müssten jetzt auf 45% kommen. Kurz. Hey, ich weiß nicht, ob die meine Hilfe überhaupt benötigen würde. Das Ding ist, bei The Red konnte man machen, dass es alle Tasten gleichzeitig drückt, ne? Und dann einfach immer zuerst die erste nimmt. Hier ist es so, wenn man das macht. Ich weiß nicht, irgendwie macht es das nicht so ganz. Wieso nimmt es jetzt die Ultimate daran, nicht die Frozen? Das ist unsinnig. Ist voll bescheuert. Aber okay. To ease. Oh, wir können schon weiter. La 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 la. Oh Scheiße, ich habe nicht mal getroffen. Das war ein Fail schlechthin. Okay, jetzt hat sie alle platt gemacht. Fühle mich schon wieder unnötig, nur weil ich so Scheiß mache. Was mache ich? Ich sollte aufhören zu jodeln. Hier ein anderes Video. Ja, 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 ja. Ich kann hier nicht jodeln. Glücklicherweise, ey, das wäre ein neuer Tiefpunkt, glaube ich. Wenn ich hier anfangen würde, in meinen Videos zu jodeln. Alter, wäre das geil. Ich muss das machen, ey. Ich muss das machen. Bei 10.000 Likes jodle ich in meinen Videos. Überhaupt nicht klickgeil. Nein, ich doch nicht. Ich bin nie klickgeil gewesen. Nein. Boah, also gerade ist die Aufnahme voll lustig. Aber ich bezweifle irgendwie, dass sich das hält. Entweder sinkt das Niveau noch tiefer, und das wird auf jeden Fall passieren, oder ich hoffe es zumindest, weil dann wird es noch lustiger. Oder aber das Niveau steigt. Das ist eigentlich die einzige andere Variante. Und das ist, was ich nicht hoffe eigentlich. Weil das einfach so cool ist, so zu lachen. Ich habe hier eine Energy-Dose, das ist mein bester Freund. Ich nenne ihn mal Wilson. Die ist übrigens auch leer, ne? Aber dass ihr das wisst. Die Attacken nicht einsetzen. Als ob! Oh mein Gott. Ich fühle mich richtig unnötig. Hä, lol, die hat ja fast dasselbe Equip wie ich. Die hat auch die roten Dämonenflügel wie ich. Die hat den düsteren Neunschwanz wie ich. Nein, Freunde! Versteht mich nicht falsch. Es ist nervig. Ihr weiß genau, dass ihr euch kaputt lacht vor eurem PC. Es ist nicht mehr lustig. Okay, es ist lustig, aber hört auf. Hört auf, es beleidigt mich so tiefst. F12 zum Eingang. Ich bin richtig traurig gerade. Nur weil ihr mich immer falsch versteht. Aber gut. Habe ich gesagt. Was macht die? Sag ich dir jetzt lebe wohl? Oder? Was macht die? Nein. Ich spiele weiter! Ja! Ja, Mann! Ich freue mich überhaupt gar nicht drum. Ich starte einfach so wie ein richtig Behinderter. Alter, stellt euch vor, jetzt kommt einmal so ein Level 80er Lancer hier vorbei. Weil Lancer ist die neue Klasse, die heute erschienen ist. Einmal so ein Level 80 auch in einem Tag nicht mal. Dann denkt man sich so, what the... Nee, ne? Das wäre so heftig, einfach mal. Okay. Okay, mach du alle fertig. Ich warte hier drüben. Und... mach die alle fertig. Weil ich es kann. Und schon geht's los. Jetzt fangen wir uns an die Mobs zu klauen. Und ich bin zu weit weg mal wieder. Das ist so typisch, wenn man bescheuert bin.
Lass mir doch auch mal jemanden! Du prescht viel zu schnell vor. Ja, komm, mach ihn direkt down, ja? Geht down, würde ich mal sagen. Alter, wie derbe unterlegen einfach Magier ist. Eigentlich ist Magier voll schwach in PvE. Also PvE, nicht PvP, ne? PvP habe ich noch nie gespielt, da kann ich nicht sagen, was stark ist und was schwach ist.